als Chef von meinen Mitarbeitern. Ich bin heute hergekommen als Mensch, der mit seiner Arbeit Leute im dreistelligen Bereich ernährt. Aber vor allem stehe ich heute da als Vater. Ich stehe da herum als Vater, der Angst hat um die Zukunft von seinem Kind. Ich stehe heute da, weil ich verdammt nochmal die Schnauzen voll habe von einer Regierung, die mit meinen Steuergeldern, die ich erwirtschaftet habe, Radlwege in Peru zahlt. Und das ist das, was mich wirklich nervt, obwohl ich nicht einmal Radl fahre. Ich stehe halt da, weil es mir geht wie in jedem anderen rechtschaffenden Bürger in dem Land. Ich will eine Regierung, die für uns Bürger da ist, die sich in erster Linie um unser Land kümmert. Weil Herrschaftszeiten nur, wenn ein Land in erster Linie auf sich selber und seine Leute schaut, kann sich das Land meinetwegen auch irgendwann einmal um andere Angelegenheiten kümmern. Ich will in einem Land leben, wo Rentner die 40, 50 Jahre lang buckelt und sich einen Arsch aufgerissen haben, sich auch zufrieden und ohne Sorgen in einen wohlverdienten Ruhestand begeben können und nicht in die Mülltonnen nach Pfandflaschen suchen müssen, dass sie was zum Essen haben, weil sie noch 14 Tage im Monat stehen, aber sie nicht mehr wissen, wo sie die nächste Mahlzeit herkriegen sollen. Ich will in einem Land leben, wo ich für meine Steuern auch einen Kindergartenplatz kriege. Für meine Tochter, wo ich nicht, so wie es bei uns daheim war, noch 20 Mal nachtelefonieren und zig E-Mails die Antwort kriege, dass jetzt leider doch keinen Platz nicht kriegt, obwohl wir es vor der Geburt schon angemeldet haben, nur weil es irgendwelche Asylbewerber nehmen müssen. Das ist Deutschland! Ich möchte da leben, wo man sich nicht schämen muss oder angegriffen wird, dass man ein Landwirt ist. Ein Bauer ist ein ehrbarer Beruf. Das war er immer schon und das wird er auch immer bleiben. Das muss in jedes Kindergarten und in jedes Schulprogramm rein, dass die Kinder alle mal auf dem Bauernhof waren. Die sollen wissen, wie wir mit den Viecher umgehen. Die sollen wissen, was heißt, 7 Tage in der Woche um 4, 5 in der Früh im Stall zu stehen. Die müssen wissen, wie das echte Leben läuft und dass eben nicht eine Work-Life-Balance ist, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Ich wünsche mir, dass die harte Arbeit endlich wieder spürbar lohnt. Und mit spürbar meine ich nicht 500 Euro mehr im Monat auf die Hand. Mit spürbar meine ich, ich gehe arbeiten und meine Frau bleibt daheim und kümmert sich um meine Familie und meine Kinder. Und nebenbei kann ich in aller Ruhe auch mein Häusl abzahlen. Und kann auch unterm Jahr einmal ganz entspannt in Urlaub fahren, ohne dass ich an jeden Euro umdrehe. Und wenn ich dann daheim in meinem Häusl hocke, das ich mit Holz heizen möchte, dann brauche ich nicht irgendeine Koboldpartei in Berlin um, die mir sagt, wie ich mein Haus zum Heizen habe. Von Leuten, die nichts gelernt haben, noch nie in ihrem Leben eine Schaufel in der Hand gehabt haben. Geschweige denn irgendwo in ihrem Leben mal einen Baum gepflanzt haben, ohne Presse. Weil nur um dies geht's heutzutage. Schein und Sein, liebe Leute. Wir brauchen endlich wieder eine Politik, die sich auch einmal traut, in der Öffentlichkeit die deutsche Flagge rauszuholen. Weil ich hab's verdammt nochmal satt, dass ich eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler sehe,
der wo irgendwo bei einer Pressekonferenz die Deutschlandflagge nimmt und hinten ins Eck schmeißt. Weil nur für das haben wir es nämlich gewählt. Die so unser Land vertreten, die so in unserer Flagge vertreten, das hat nichts mit rechtsradikal zu tun. Aber jeder vernünftige Mensch schaut erst einmal auf seine Leute, bevor er irgendwo anders hinschaut. Bravo! Ich bin stolz aufeinander, ich bin stolz auf meine Leute und ich bin verdammt nochmal stolz auf euch, weil ihr steht heute da, ihr seid die Speerspitze, das sind die Leute, die wir brauchen. Drum war mir das so extrem wichtig, dass das heute friedlich überläuft, dass nichts passiert, weil nur wenn das heute sauber überläuft, nehmen sich die anderen ein Beispiel. Der Deutsche braucht ein bisschen, bis er warm wird. Man muss das auch verstehen, viele trauen sich nicht, dass sie jetzt schon auf die Straße gehen. Das muss jetzt langsam anlaufen, aber wenn das heute gut läuft und wenn das alles friedlich runtergeht, ohne Alkohol, ohne Ausschreitungen, ohne Unfälle, dann hoffe ich, dass in den nächsten paar Wochen immer mehr Leute dazukommen und dann werden wir immer mehr, das ist wie eine Lawine, das wird immer mehr und irgendwann haben die da drum einfach keine Chance mehr und dann sehe ich endlich wieder ein Licht für unser Land. Bravo! Darum macht mich das heute narrisch schon der Freude, dass ich da sein darf. Von mir ist das auch wichtig, dass ich heute privat da bin. Ich bin der Thomas und wir hocken alle im selben Boot. Nur wenn wir uns alle zusammen auf Augenhöhe, menschlich, dann können wir auch was erreichen. Wir müssen endlich aufhören mit dem Gegeneinander. Genau das ist das, was die wollen, uns gegeneinander ausspülen und für Streitigkeiten und Unmut sorgen. Weil solange wir uns streiten, können die Großkopferten oben einen Schabernack treiben. Und nur wenn wir eins sind, können wir was erreichen. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass ich kommen habe dürfen.